So, die Stimmung ist gut. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Sport in Schwerin, in der Arena in Schwerin zum Bundesliga-Heimspiel der Schweriner Sportclub gegen Bayer 04 Leverkusen. Und werden hier jetzt die Schiedsrichter vorgestellt werden. Ein kurzer Überblick über das Spiel. Es ist eine relativ eindeutige Partie vom Papier her. Der Schweriner Sportclub, der deutsche Meister und aktuelle Dritte der Bundesliga, trifft auf den Vorletzten. Das Hinspiel ging 3:0 für Schwerin aus und auch heute erwarten die Leute nicht viel anderes. Es ist mehr ein Spiel zum Ausprobieren als ein wirklicher Gradmesser. Trotzdem müssen die 2 Punkte geholt werden. Und jetzt sind sie am Rand, wir schauen einmal drauf. Jetzt gibt es noch eine Ehrung für gute ehrenamtliche Arbeit in Schwerin und für den Schweriner Sportclub. Dafür bedanke sich das Präsidium des Schweriner Sportclubs. Viel Glückwunsch für Hubert Getzin zum 17. Geburtstag. Viele Verdienste hier beim Schweriner Sportclub. Aber er ist nicht der Einzige, der Geburtstag hatte. Auch ein herzlicher Glückwunsch auch von uns an Anja Brandt. Sie wurde 22 Jahre jung. Da sehen wir es auch, Anja Brandt. Kann die Blumen natürlich nicht mehr tragen aufs Spielfeld jetzt. Aber jetzt ist alles bereit, die Ehrungen sind vorgenommen. Und der Schweriner Sportclub in schwarze Spielkleidung. Das hat sich so eingebürgert inzwischen, dass Schwerin zu Hause in Schwarz spielt. Haben ja lange Zeit in Blau gespielt. Die komplette letzte Saison, Großteil dieser. Das ist erst seit ein paar Spielen so. Bayer Leverkusen in den traditionellen Farben Weiß, Rot und Schwarz. So, die Schweriner Arena hat sich erhoben und das Spiel eröffnen wird Anna Hoja. Mit dem Reiner Spiel ist eröffnet. Und Anja Brandt mit dem ersten Punkt für Schwerin. Der Block kein wirklicher Gegner für sie. Wir sehen auch schon Guter heute als Libero auf Schweriner Seite.
Und der zweite Punkt für Schwerin durch Mira Topic. Wieder der Block nur ungenügend. Erneut eine Brand. Die kurze Variante über Hanna Orgenhorst. Ebenfalls erfolgreich. 3:0. Oh ja, mit Problemen bei der Annahme. 4:0 für Schwerin. Ja, wie viel Gegenwehr haben wir zu erwarten vom Bayer Leverkusen? Mit 2 Punkten sind sie nur durch das Satzverhältnis besser als der VCO Berlin. Diesmal guter Block. Und trotzdem letztendlich der Punkt für Mira Topic. Aber Isabel Schneider war da gut hochgestiegen, den ersten Block. Und die erste Auszeit genommen für Leverkusen beim Stand von 5:0. Scheint sie etwas neu auszurichten. Anja Brandt. Guter Block von Ors. Und viermalige Ballberührung auf Leverkusener Seite. So hatte ich es auch gesehen. Ist dazwischen durch die zwei Hände gegangen und dann war es eine zu viel. 6:0, Anja Brandt. Und der erste Punkt jetzt für Leverkusen durch Pia Weyand. 6:1. Jennifer Pettke wird jetzt den Ball ins Spiel bringen. Und aus bringt ihn gegen den Block durch. 7:1. Guter Angriff diesmal von Leverkusen, mal mit Druck. Schwerin macht den Punkt. Mira Topic. Erste technische Auszeit, 8:1. Ja, Leverkusener Spielerinnen sprechen sich Mut zu.
eins nicht ein. Es ist mehr ein Spiel zum Lernen. Und das ist schon mal eine schwierige Aufgabe. Denis Hanke mit der Sprungaufgabe. Und die passt. 9-1. Haben sich die Leverkusenerinnen verschätzt? Hatten den Ball immer ausgesehen. So zum dritten. Denis Hanke. Klasse Ball. Ganz starke Aufgabe. Da war nichts zu machen für Annika Lambert. Ja, das Spiel von Schwerin zu schnell für Bayer Leverkusen und es gibt erneut Auszeit vom Leverkusener Trainer. Ja, der Leverkusener Trainer, er sieht nicht glücklich aus bei dem Spielstand, verständlich, wir haben uns ein wenig umgehört, jetzt noch in der Halle in dieser Auszeit und ist eigentlich konsequent der Meinung, es wird Zeit für die zweite Garde in Schwerin. Arsene Thormann mit dem Block. Und Lambert geht jetzt raus auf Leverkusener Seite. Dafür kommt Melanie Verheyen. Der doch ein wenig zu doll von Denis Hanke. 12-2. Und Aufschlag Nummer 3 für Bayer Leverkusen durch Isabel Schneider. Schön auch aus dem Rückraum erfolgreich. Anne Beuys. 13-2. Aber Schwerin, der Trainer, macht noch keine Anstalten. Er schaut sich seine Gegner noch genau an. Sitzt neben dem Spielfeld. Das sieht man auch nicht so oft. Und Anna Beuys macht den Punkt. Julia Lambert kommt zu spät. Auf Leverkusener Seite macht sich noch ein Wechsel bereit. Schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber erstmal dieser Ball. Mira Topic aus dem Hinterfeld. Und der Punkt für Leverkusen durch Lena Verheyen. Verein. 14-3. Haben sie einmal den Ball gut genutzt. Und auch ein guter Block vorbeigeschlagen. Gefährliche Angabe von Verheyen. Ball gut gerettet. Jetzt müssen sie aber auch mit dem Block mal stehen gegen Schwerin. Beim ersten Mal war es okay. Und beim zweiten Mal gibt es eine Unstimmigkeit zwischen Denis Hanke und Hanna Orgenhaus. 14-4.
Und so darf Verheyen erneut. Ins Netz. Guter Block von Anja Brandt und Patricia Thormann. 16-4. Zweite technische Auszeit und ich denke, danach werden wir durchaus Wechsel sehen auf Schweriner Seite. Spielpraxis für die eine oder andere Spielerin, die sonst nicht so oft zum Einsatz kommt. Auch wenn sich Ten Boys da in erster Linie Denise Hanke vornimmt. Weiter geht's mit Angabe durch Hanna Orgenhaus. Soweit. Da freut sich Lampe jetzt über den Erfolg. Sie hat es gesehen, der Ball zu weit. Lena Verheyen. Mira Topic. Und jetzt werden sie aber ungenau auf Schweriner Seite. 16-6. Ah, da packt sie den Hammer aus, Patricia Thormann. Aber auch wenig Gegenwehr. 17-6. Und auch Denise Hanke, auch da viel zu wenig Gegenwehr von den Leverkusenerinnen. Der Ball war alles andere als perfekt. Jetzt gibt es noch einen Wechsel. Pia Weyand geht aus dem Spiel. Und Laura Walsch kommt hinein. Und der Punkt für Leverkusen, immer gut rausgespielt. Jennifer Petke schlägt den Block an. 18-7. Falsch. Mit der Angabe ins Netz. 19-7. Und jetzt wird es gleich einen Wechsel auf Schweriner Seite geben. Tanja Joachim wird gleich kommen. Denn das ist erstmal der Punkt für Leverkusen. Wir haben es vielleicht gesehen, da musste Ten Boys aufstehen. Und Tanja Joachim seine Anweisung sehen kann. Die zwei, Tanja Joachim soll kommen und jetzt Anja Brandt. Mit dem 20-8 und da kommt der angesprochene Wechsel, Tanja Joachim, für Denise Hanke. Und die Angabe durch das Geburtstagskind.
Und der Punkt durch Verein. 20-9. Petke. Guter Block von Verheyen. Schneider, guter Schlag. Und jetzt Beuys im Gegenzug. Guter Block. Und dann Uneinigkeit zwischen Joachim und Ors. 20-10, ist zu verschmerzen. Aber den Punkt hat sich Leverkusen auch erarbeitet. Akuta mit Schwierigkeiten bei der Annahme. 20-11. Ja, der Ball von Pet geht zu weit. 21-11. Gut gelöst auf Schweriner Seite. Jetzt die Chance für Leverkusen. Verein. Schwerinerinner Ball. Punkt für Leverkusen. Und es ist schon unglaublich, was die Leverkusener Ersatzspielerinnen für einen Krach machen, wenn ihre Mannschaft einen Punkt macht. Erstaunlich. Topic mit Schwierigkeiten bei der Annahme. 21-13. Bisher ist das noch ein Schmunzeln auf Gesicht des Schweriner Trainers. Schneider. Kein gutes Zuspiel von Joachim, aber Thormann macht den Punkt. 22-13. Topic. Mach den Punkt. Oh ja, wieder mit Schwierigkeiten bei der Annahme und schlägt den Ball ins Netz. Lässt den Kopf auch hängen. Da muss der Trainer ein wenig Motivationsarbeit leisten. Topic. Schwaches Zuspiel von Ors jetzt. Topic scheitert am guten Block. Und der Punkt geht nach Leverkusen. Das ist aber sehr konfus, was Schwerin da jetzt spielt. Schwache Annahmen, schwache Zuspiele. Der Rhythmus ist raus. Auch das ist kein gutes Zuspiel von Joachim auf Ors. Da passt es einfach noch nicht. Das war besser auf Anne Beuys. Leverkusen jetzt viel mehr Schwung im Spiel. Anne Beuys macht den ersten Satz zu. 25-14. Und da sind wir mit dem zweiten Satz zwischen dem Schweriner Sportclub und Bayern 04 Leverkusen. Ja,
Wir sehen eine Veränderung auf Schweriner Seite. Julia Retzlaff spielt jetzt für Patricia Thormann. Und Anja Brandt eröffnet Satz Nummer 2. Kein gutes Zuspiel, aber gut gerettet auf Leverkusener Seite. Oh, und dann sind sie sich uneinig. Julia Retzlaff und Anna Beuys. Und damit geht der erste Punkt in Satz 2 an Leverkusen. Haben sich ja sehr, sehr spät in den ersten Satz reingefunden, aber vielleicht können Sie diesen Schwung mitnehmen und das Spiel etwas offener gestalten. Petke mit der Angabe. Guter Block. Nochmal Topic. Wieder der Block. Und der Ball von Ors geht ins Aus. 0-2. Lena Fein. Mit der guten Blockarbeit. Und Petke darf so noch einmal. Ball im Netz. Zwei und Denise Hanke mit der Sprungaufgabe für den Ausgleich sorgen. Sehr gut gerannt den Ball wieder von Lena Verheyen. Und der Ball mit etwas zu viel Schmack ist von Anna Hoyer. 2-2. Zumindest traut sie sich was zu. Gelungen ist hier noch nicht viel. Denise Hanke. Gute, kurze Variante. Wieder über Lena Verheyen und das war sehr gut gesehen von Julia Retzlaff. 3-2. Klasse Ball von Denise Hanke. Wenn sie den so trifft, das ist ganz, ganz schwer zu verteidigen. Ganz schwer anzunehmen, dieser Ball. Auch für Julia Lampertz. Keine Chance. 4-2. Der Ball so einen Drall nach außen bekommt. Bei der Geschwindigkeit. Diesmal hilft Hoja ihr. Und Melanie Verheyen. Nur ins Netz. 5-2. Der Ball zu weit. 5-3. Die kurze Variante über Hannah Hoggenhorst. Das Netz wackelt, aber nur wegen des Balls. 6-3. Mira Topic. Snyder mit einem guten Ball aus dem Rückraum. Anna Beuys. Zu weit. Melanie Verheyen. Sehr gut aufgepasst am Netz, Lena Verheyen. Sechs, fünf.
Das ist doch schon ein ganz anderes Spiel als im Satz Nummer 1. Leverkusen ist wacher, schneller und effektiver. Anaoya. 6-6. Ja, waren hier wohl mit etwas viel Respekt aufgetreten gegen den deutschen Meister. Und Mira Topic macht den Punkt. 7-6. Von Verein soweit. 8-6, erste technische Auszeit. Ja, sowas sieht man doch auch gerne. Ein breites Lächeln auf dem Gesicht von Ten Boys. Beim Gespräch mit Hanna Augen aus. Ja, hätte ich doch jetzt auch so gern gewusst, worum es da ging. Und die Norwegerin im Team des Schweriner Sportclubs jetzt auch mit der Angabe. Und Hoja bleibt das Ziel und ist auch ein dankbares Ziel, weil sie gibt den einen oder anderen Ball dann doch ab. 9-6. Oh ja, macht jetzt aber auch den Punkt. 9-7. Lena Verein. Fantastischer Ball von Mira Doppelt. Hatte genau die richtige Länge. Jetzt Julia Retzler. Ins Netz. Petke. Der Ball von Brand. Boys. Das war sehr schön gespielt. Ganz langer Ball von Dini Sanke auf Anne Boys. Sie reagiert schnell, sieht, dass der Block nicht da ist und legt den Ball ins Feld. Anne Boys jetzt auch mit der Sprungaufgabe. Sah nicht so gut getroffen aus. Ball vom Bettgame aus, Punkt für Schwerin. 12-8. Sicherlich auch ein Spiel zum Probieren und jetzt Auszeit genommen von Bayer Leverkusen. Und die Ergebnisse
Weiter geht's nach der technischen Auszeit. Mit einer Boys unheimlich hoch geworfen, dieser Ball knapp übers Netz. Und Anja Brandt muss nur noch ihre ganze Länge von 1,95 ausspielen. 13-8. An der Boys. Und Mira doppelter Block mit Anja Brandt. Wenn er dann einmal steht, ist er schwer zu überwinden. Haben wir ihn zumindest noch rübergekriegt. Uneinigkeit bei Schwerin. Da geben sie eine gute Chance weg. Hoja vorbei, aber eine Schwerinerin noch dran. Und ich glaube, es war Hakuta mit dem Fuß. Hat sie nicht mehr wegbekommen. Aber selbst das löst nur ein Schmunzeln aus beim Schiedsrichter wie auf der Bank des Schweriner Sportclubs. Da sind sie sich uneinig, Rettler von Hakuta. Und der Ball ist immer aus der Punkt, je nach Schwerin. Der 9 und Anja Brandt bringt den Ball wieder ins Spiel. Der Ball muss jetzt rüber von Mira Topic. Und der Boy ist alles offen und sie schießt quasi an der Hoja ab. Und die Chance für Schneider. Gerettet von Brandt. Topic. Und sie haben vielleicht den Jubel aufbranden hören. Technische Auszeit. Der beste Spielzug bisher. Der interessanteste Spielzug im Spiel. Zwischen dem Schweriner Sportclub und Bayer Leverkusen. Und wir schauen jetzt nochmal auf die Gäste. Da wird mehr unter den Mädchen geredet. Wollen sich reinbeißen in dieses Spiel von Punkt zu Punkt. Da mit einem Punkt für Leverkusen niemand rechnet, können sie nicht viel falsch machen. Können die Leute maximal überraschen. Und nach dem schwachen Anfang im ersten Satz sieht das auch viel besser aus inzwischen. Und Petke mit dem Punkt. 16-10. Ball gut noch gerettet, wenn sich da jetzt einig werden, ja. Und Ors scheitert am Netz. 16-11. Petke. Ins Netz.
Hat sie Rücklage, die gute Melanie-Verein. Dann geht der Ball zu hoch und es gibt Auszeit für Leverkusen. Danke. Der Ball immer aus von Schneider. Und Melanie Verheyen geht jetzt von der Platte. Oh, das war gar kein Punkt für Schwerin. Da war eine Schwerinerin dran. Deswegen geht der Punkt nach Leverkusen. So zeigt es der Schiedsrichter. Annika Lambers kommt jetzt wieder aufs Feld für Melanie Verheyen. Der Punkt für Hannah Hogenhorst, aber der Block nicht geschlossen zwischen Verheyen und Bayern. Und wir sehen gleich einen Wechsel auf Schweriner Seite. Wiebke Hoffer wird gleich kommen. Für Hannah Hogenhorst. Und die ja nicht so viele Spiele bisher absolvieren konnte für Schwerin. Wird sich über die Spielpraxis freuen. Und der Ball von Akuta. Also wenn das reingeht, ist das der Punkt des Spiels. Aber der Punkt geht nach Leverkusen. 19-13. Ball von Akuta kommt noch nicht mal übers Netz. Schlägt die Hände vors Gesicht. 19-14. Lambert. Boys. Und der Ball ist nicht mehr zu holen. 20-14 und jetzt der Wechsel, der angesprochene Wiebke Hoffer kommt für die Angabe von Hannah Hogenhorst. Der Ball im Aus. 21-14, etwas viel Schwung. Und Tanja Joachim wird gleich auch noch kommen. Für Denise Hanke mit Sicherheit. Und den Ball kriegen sie noch rüber mit vereinten Kräften. Jetzt muss der Block aber stehen. Der Block steht. Und das ist der Punkt für den Schweriner Sportclub. 22-14.
Und der angesprochene Wechsel. Noch auf Leverkusener Seite wird gewechselt. Walz kommt für Bayern. Der Ball von Hoya vom Block abgefälscht. 15:22. Lena Fein. Und Anja Brand mit der kurzen Variante. Erfolgreich. 23:15. Ah, der Punkt von Pettke, aber ganz sauber sah der Ablauf nicht aus. Rund ist dann doch etwas anderes. Falsch. Oh. Unstimmigkeit zwischen Akuta und Topic. Und Tanja Joachim mit dem zweiten Ball. Das hat sie gut gesehen. 24:17. Satzball für Schwerin. Und Anna Beuys, Sprungaufgabe, er geht ins Aus. Hola. Gut rübergespielt noch vom Bett, geht den Ball. Die Chance, Schneider. Guter Block. Und der zweite Satzgewinn für den Schweriner Sportclub. So, auf geht's in Durchgang Nummer 3. 2:0 führt der Schweriner Sportclub gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen. Und Anne Hoja bringt den Ball ins Spiel. Und direkt. Technischer Fehler. Also der Positionsfehler. Auf Schweriner Seite. Hat das am Rand nochmal da eingefangen. Da gab es doch Unstimmigkeiten zwischen den Schiedsrichtern und der Familie Beuys. Werden wir nach dem Spiel vielleicht nochmal nachhaken können, was genau da los war. 1:1, Bert Kaufeld. Wie ist jetzt? Mit dem Spiel. Und Petke mit dem 2:1 für Leverkusen.
Anderer Punkt für Anja Brandt. Danke, klasse Aufgabe zum 3:2. Genau da wollte sie ihn auch hinhaben. Genau so hat sie sich den ausgeguckt. Aber so einen Ball kann man einfach nicht immer so treffen. Schwierig, so eine Sprungaufgabe. Aber auch die war gut. 4:2. Danke. Und der Block von Anne Beuys. 5:2. Und Auszeit genommen von Bayer Leverkusen. Weiter geht's mit Denise Hanke. Ah, starke Rückenlage für Isabel Schneider und deswegen bleibt sie hängen am Block. 6:2. Wieder starke Angabe von Hanke. Der Ball von Schneider Maus. Punkt. Schwerin 7:2. Wechsel. Bei Leverkusen Ball geht raus und Pia Weyand kommt zurück. Und erneut Denise Hanke. Ins Netz. Schneider. Und der Punkt von Mira Doppelt, der Block nicht geschlossen. Technische Auszeit Nummer 1 in Satz Nummer 3. Weiter geht's nach der zweiten technischen Auszeit mit Mira Toppitsch auf der Schweriner Bank. Haben neben Berit Kaufeld, die im Wechsel mit Hakuta.
auch noch Tanja Joachim, die gleich kommen wird für Dini Zanke. Sie hat die 10 schon in der Hand. Auch Wiebke Orfer wird gleich kommen für Anja Brandt. Und Anna Beuys macht den Punkt zum 9-3. Kopic. Gute Idee von Bayern, den direkt rüber zu spielen. Schwerin hat aufgepasst. Schneider. Klasse Ball von Topic. An der Block von Anna Beuys. Klingt nicht. Hat sich da leicht wehgetan. Getan. 9-4. Jetzt Annika Lampertz. Der Block geschlossen auf Schweriner Seite und der Punkt ging an Schwerin. 10-4. Ja, Brand. Kommt nicht hin zu Ball. 10-5. Klasse Ball von Retzlaff und fantastisch gerettet auf Leverkusener Seite. Aber Schwerin mit der zweiten Chance. Berit Kaufeld lässt sich nicht zweimal bitten. 11-5. Anna Beuys. Bekommt nicht so viel Schmackes dahinter wie Dennis Hanke. Und Mira Topic bringt den Ball direkt ins Feld. Hatte die richtige Länge. Für 5. Denn Beuys ruft da Mira Topic zu, sie muss mehr reden, mehr kommunizieren. Klasse gespielt. Denise Hanke auf Berit Kaufeld. Vorher hatte sich auf Hanke konzentriert. Sie spielt den Ball aber nicht drüber, sondern weiter. Und dann ist der ganze Raum frei für Berit Kaufeld. Dann zeigt sich die Gefährlichkeit der zweiten Bälle von Denise Hanke. Weil lässt Hoja das offen, kann sie den spielen. So spielt sie auf Kaufeld und alles ist frei. Genau das war eigentlich gemeint. Auch wenn der Ball jetzt immer aus ist. Nun haben sie nicht mehr zugemacht, haben sich auf die Außen konzentriert, die zuzumachen. Und dann ist natürlich alles frei in der Mitte. Da braucht man so nicht zuschlagen. 13-6. Und Julia Retzlaff mit dem Punkt 14-6. Guter Block von Mira Topic. Auch wenn Kaufeld den gar nicht richtig schließen kann. Und jetzt Auszeit noch einmal von Leverkusen. Ein Punkt vor der technischen Auszeit.
kann man vielleicht einmal was ausprobieren jetzt. Und dann nach dem nächsten Punkt sehen, wie es gelaufen ist. Ja, immer bei der Erstmannschaft, die 8 bzw. 16 Punkte hat, gibt es eine technische Auszeit. So eine Auszeit kann dem Spiel auch eine klare Wendung geben. Guter Block diesmal von Kaufeld. Und der Punkt geht nach Leverkusen. Schneider. Hat dann doch vielleicht was gebracht. Anahoya. Und der Punkt durch Annika Lamberts. Ja, ein Punkt von der technischen Auszeit. Scheinbar verschwendete Auszeit. Scheint hier Früchte zu tragen. Anne Beuys macht den Punkt. Jetzt die technische Auszeit. 16-8. Ja, Trainer Ten Boys bleibt sitzen, lässt die Auszeit mehr von den Mädels selbst machen. Hat Vertrauen in seine Mädchen. Hat aber heute auch wenig Grund daran zu zweifeln. Und da sehen wir schon den ersten Wechsel. Tanja Joachim hat die 10 von Denise Hanke schon in der Hand. Und jetzt also Tanja Joachim. Berit Kaufeld bringt den Ball rein. Guter Block auf Leverkusener Seite von Schneider. Pelke ist jetzt nicht zusammen gegen Mira Topic. 17-8. Kaufeld. Ins Netz. Und der Ball Pompett geht zu weit. Tanja Joachim mit der Angabe. Und die ist gut. Lamberts kann sie nicht annehmen. 19-9 und jetzt kommt Wiebke Hofer für das Geburtstagskind von Anja Brandt. Der Block von Topic geht ins Aus. 19-10. Und zur Angabe kommt Isabel Schneider.
und den kann Akuta nicht parieren. 19-11. Schönes Zusammenspiel zwischen den beiden Nachwuchsspielerinnen Joachim und Orfa. Und das war klasse Ball von Julia Retzlaff. Mit großartiger Übersicht gespielt. 20-11. Topic. Oh, gute Angabe. Und Retzlaff schlägt den Block an. Punkt für Schwerin. 21-11. Und jetzt soll auch Lisa Stein kommen. Die jüngste im Bunde für Mira Topic. Und genau jene Mira Topic aus dem Hinterfeld. Zum 22-11 und Lisa Stein. Sie hätte in Berlin beim VCO spielen können. Bei der Jugendnationalmannschaft. Sie hat sich dagegen entschieden. Sie hat sich für Schwerin entschieden. Und da, für den Schweriner Sportclub legt sie jetzt auf. Oh, der Ball ist noch gut. Jetzt gibt es technischen Fehler. Punkt für Leverkusen. Eine Schwerinerin im Netz. Julia Retzlaff mit dem Ball im Netz, aber der war auch schwer zu spielen. Und Lambert mit dem Ball ins Netz. 23-13. Aber eben stand nur Julia Retzlaff als deutsche Meisterin auf der Platte, also von der Mannschaft vom letzten Jahr, Wiebke Orfer. Guter Block von Beuys und Kaufeld. Und damit heißt es Matchball für den Schweriner Sportclub. Und Orfer schlägt auf zum Matchgewinn. Oh, der Ball etwas zu weit. Und die letzte Chance zu punkten jetzt für Bayer Leverkusen, Lena Verheyen. Und Anna Beuys macht es klar, der Schweriner Sportclub gewinnt gegen Bayer Leverkusen deutlich mit 3-0. Sie haben die Pflichtaufgabe sicher und gut erfüllt. Es war nicht alles Gold, was glänzt, aber das konnte man heute auch nicht erwarten. Leverkusen mit einem sehr, sehr schwachen Beginn in Satz Nummer 1. Danach haben sie sich etwas gefangen, aber es ist natürlich ein anderes Kaliber der Schweriner Sportclub. Da muss man auch nicht traurig sein in Leverkusen. Sie wissen um ihre Position, sie wissen, wo sie ihre Punkte holen müssen, wenn sie den Klassenerhalt erreichen wollen in der Bundesliga. Jetzt werden gleich noch
die beiden besten Spielerinnen gewählt. Das ist heute eine schwierige Wahl, finde ich. Man hätte wahrscheinlich Petke bei Leverkusen und Denise Hanke bei Schwerin wäre auch mein Vorschlag gewesen. Von ihr ging Gefahr aus. Wie läuft das Spiel? Und auf Leverkusener Seite vielleicht die 15 Petke oder die 13 Lena Verheyen, hätte ich gedacht. Denn Boys hat es ganz anders gesehen. Anna Hoja ist seine Spielerin des Spiels auf Leverkusener Seite. Und mit diesen letzten Bildern verabschieden wir uns dann von diesem Spiel. Der Schweriner Sportclub gewinnt 3:0 gegen Bayer Leverkusen.